hat gestartet mit einem Interview in einem Kokomat-Bett im Kokomat Augsburg Store. Und ich war sofort verliebt in dieses Bett. Ich dachte mir, ich muss das irgendwie haben. Irgendwann gehört eines davon mir. Und sie haben mich dann auch sofort eingeladen nach Athen, damit ich das Bett mal testen kann für 3 Tage. War natürlich eine großartige Idee und ein guter Trick, denn jetzt brauche ich eins. Denn wer einmal da drin geschlafen hat, weiß, er schläft nicht einfach nur in Griechenland, er schläft tatsächlich in Natur. Und man schläft einfach wie ein Baby, noch dazu mit dem Blick auf die Akropolis. Und wenn ich dann so ein Bett daheim habe irgendwann, dann schlafe ich immer mit den Gedanken und den Träumen der Nächte von Griechenland ein. Was kann schöner sein? Mein persönlicher Bezug zu diesem wunderbaren Land und natürlich auch zur Stadt Athen ist der, dass ich einfach vor über 20 Jahren hier schon auch einmal war mit Kreuzfahrtschiffen und dann immer und immer wieder kommen durfte. Immer eine kurze Zeit natürlich, da hat man jetzt nicht die Zeit zu sagen, ich bleib mal hier 2-3 Tage im Hotel. Man lernt die Stadt zwar kennen, aber man lernt die Stadt nicht zu spüren. Und wenn man hier wirklich länger ist, dann spürt man dieses intensive Lebensgefühl der Griechen auch in dieser Stadt. Die Tavernen, die Menschen, die ich auch privat kennenlernen durfte, auch Besitzer vom Kokomat Hotel, mit denen mich der Peter dann zusammengebracht hat, wenn wir dann nachts auf der Terrasse sitzen und über Lebensphilosophie plaudern. Wenn da oben Sirtaki getanzt wird, natürlich mit Abstand von 1,5 Metern, aber auch das funktioniert. Und dieses Lebensgefühl ist einfach einmalig und ich glaube, ich werde mit Sicherheit nicht mehr auf eine griechische Insel fahren, ohne 2-3 Tage vorher in Athen verbracht zu haben. Wer verkörpert nicht mehr Lebensfreude als Chris? Dann, er ist sehr naturverbunden, legt sehr viel Wert auf Naturprodukte und natürlich Reisen, klar. Er reist nicht gerne auch von uns. Chris ist immer unterwegs und somit passt er eigentlich perfekt zu Kokomat. Griechische Lebensphilosophie bedeutet Einzigartigkeit, Lebensfreude, Naturverbundenheit. Deswegen auch unser Slogan Sleep on Nature. Ja, griechische Lebensphilosophie ist Kokomat. Ich denke, ob es jetzt widersprüchlich ist oder nicht, in den Zeiten wie heute nach Athen zu reisen, muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn du hier das siehst, wir sind hier im Stadtstrand von der Glyphada von Athen. Von den Leuten her passt nichts los. Das ist leider Gottes Reisen in Corona. Die Stadt Athen passt menschenleer. Der Flughafen München, menschenleer. Ich sehe hier keine Gründe, dass man nicht reisen. Im Gegenteil, so wird man das nicht oft erleben. Die Fluggesellschaften haben Vorkehrungen für die Hygiene. Hier in der Stadt ist alles wirklich super safe. Es ist eigentlich sogar strikter als in Deutschland. Jeder trägt Masken, wenn er reingeht, wenn er rausgeht. Teilweise tragen die Leute Masken, wenn sie an den Tischen sitzen. Ich habe auch im Event selber dafür gesorgt und es überprüft, dass wir weit genug auseinandersitzen. Wir haben eine Terrasse, wo normalerweise zwischen 60 bis 80 Leute Platz hätten. Wir haben 36 Gäste mit Hygieneabständen und hat dadurch natürlich eine Exklusivität, die wir wahrscheinlich so auch nie wieder erleben können. Also einmal bin ich tatsächlich ein bisschen mit der Organisator. Ich helfe den Organisatoren, das ganze Event durchzuführen, auch mit meinen Erfahrungen aus den Dinnershows, aus meiner eigenen Dinnershow. Da geht es auch so ein bisschen ums Essen, um die Planung, wann kommt das Essen, wann geht die Sonne unter. Das haben wir gestern ganz genau alles ausprobiert, um zu sehen, jetzt ist die Sonne auf dem Stand, jetzt wären wir beim zweiten Gang, sind wir vielleicht ein bisschen zu früh oder zu spät, wann singe ich welches Lied. Und das hat, glaube ich, nicht nur was mit Perfektionismus von meiner Person aus zu tun, sondern eigentlich aus meiner Gastgeberfreundschaft heraus. Für meine Gäste, denn ich will das Beste für die Gäste und es gibt ja wirklich Menschen, die fliegen jetzt aus Santorin für 2 Tage hierher, um mich zu sehen. Es gibt Menschen, die kommen aus Frankfurt, aus München, aus Augsburg. Denen bin ich es ja irgendwie auch schuldig, dass es einfach ein perfekter Event ist und umso mehr wir vorbereitet haben, umso weniger kann es schiefgehen und umso mehr habe ich das Gefühl, dass die Gäste alles bekommen, was sie hoffentlich erwarten. Genieß dein Glück und ändere, was dich stört. Okay. Hallo, gleich geht's los. Meine Wimpern sind noch gar nicht trocken. Wir fangen jetzt an, die Gäste zu begrüßen um 18 Uhr.
werden sie von mir platziert. Und dann singe ich den ersten Song und begrüße sie offiziell auf der Bühne. Und dann sind wir eigentlich schon beim ersten Gang. Und dann wird gegessen, wird geplaudert und dann geht's so weiter. Es sieht sich den ganzen Abend durch. Wir sehen über 18 Songs im Programm. Also es ist ein bisschen was geboten. Es geht schon was ab heute. Darüber, dass ich endlich mal ein Gebäude hinter mir habe, das älter ist als ich. Da draußen bist du Scheiter, sprach der Vater zum Sohn, genau wie ich. Du bleib in unserem Zaubergarten. Ich gebe dir Sicherheit, um dich zu beschützen. Ist die Mauer so hoch? Das Tor immer zugesperrt. Die Liebe des Glücks sprach aus jedem Wort. Doch die Sehnsucht sprach zum Blitzen. Du hast hier Ort. Und zum Haus und auf dich gestellt. Allein hinaus in die Welt. Voll